Tell me why I feel like there's no way out.
2006 was our first main stage Rock am Ring. Kind of the lineup, I think it was. 2006 oder so war das erste Mal, dass wir bei Rock am Ring auf der Hauptbühne gespielt haben. Auf dem Line-Up waren unter anderem Trivium und dann wir. Als Headliner haben Metallica gespielt. Das war schon was Besonderes für uns und wir alle sind immer noch dabei und machen Musik. Es ist schon toll, dass wir die letzten 10 Jahre mit den gleichen Bands unterwegs sind und alle immer noch erfolgreich sind. Das ist schon toll. Wenn ich mich an unseren Mainstage-Auftritt erinnere von damals, dann fällt mir noch ein, dass ich wirklich super nervös war und sehr aufgeregt. Ein richtiges Gefühlschaos. Echt extrem, wenn man sowas erleben kann. Mein Leben ist richtig toll gerade, ich bin super zufrieden. Bin ein glücklicher Vater und ich liebe, was ich tue. Das ist natürlich keine besonders gute Voraussetzung, um eine Heavy-Metal-Platte zu machen. Das ist dann schon eine Herausforderung, die richtigen Gefühle in die neue Platte zu bringen. Deshalb habe ich auch mich eher an meine Jugendjahre erinnert. Die waren nicht so leicht und mir ging es oft nicht so gut. In der Schule wurde ich ständig gehänselt. Deshalb habe ich genau diese negativen Gefühle in die Platte gepackt und das hört man auch raus. Yeah, so when my son was born, it just definitely did change me for the better. Die Geburt meines Sohnes hat mich auf jeden Fall zum Positiven verändert. Ich war nie ein super egoistischer Typ, aber mein Sohn bringt mich dazu, anders auf die Welt zu blicken und welche Dinge wirklich wichtig sind. Ich liebe meine Band, Familie und Freunde. Mein Kleiner steht jetzt ganz oben. Mein Leben ist wertvoller und ich mache alles, damit es ihm gut geht. Everything I do now is to support him and make sure that his upbringing is badass, you know. Klar, mein Junge liebt Musik, seitdem er auf der Welt ist. Er war schon auf etlichen Festivals auf der ganzen Welt. Jetzt ist er in der Schule, da ist nicht mehr so viel Zeit. Aber davor haben wir ihn überall mit hingenommen. Er war auf dem Download-Festival mit in den USA und auch in Thailand, wo wir die Platte gemacht haben. Reading, Leeds Festival, er war überall. Unser Schlagzeuger Moose macht gerade Babypause. Seine erste Tochter ist gerade geboren, sie ist gerade 1 Monat alt. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo wir es auch verdient haben, mal eine kleine Auszeit uns zu gönnen. Wir hatten mit der Band eine extrem stressige Zeit. Wir haben für die aktuelle Tour aber einen tollen Ersatz am Schlagzeug finden können. Jason macht einen wirklich unglaublichen Job und die Bullet Machine rollt natürlich weiter. Das ist doch toll. We're gonna take you all the way back to the beginning, my friends. Get those horns to the sky! This song is called 4 Words to Choke Upon.
So if you don't mind, I would like you guys to sing this next part with me. Is that cool? Is that cool? Now!